Sprechen wir darüber. Peter Heusch, mir nun aus Paris zugeschaltet. Herr Peter, dieses Ultimatum von ECOWAS, das läuft heute aus. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat ja auch angekündigt, unterstützen zu wollen, nur wohl nicht aktiv militärisch. Aber was ist jetzt nun zu erwarten, wenn dieses Ultimatum tatsächlich ausläuft? Also die Lage ist tatsächlich hochexplosiv, denn die diplomatischen Bemühungen, die eben in dem Beitrag erwähnt worden sind, die sind gescheitert. Es war eine Delegation von ECOWAS in Niamey, also in der nigerischen Hauptstadt, und die sind nach wenigen Stunden wieder abgereist. Da ist also kein Gespräch, kein wirkliches Gespräch mit dem Putschgeneral zustande gekommen. Und was auch richtig ist, der Präsident des Nachbarlandes Nigeria, und die haben eine 2500 Kilometer lange gemeinsame Grenze, der drängt auf diese Militärintervention, der will auf gar keinen Fall hinnehmen, dass in seinem Nachbarland, also jetzt die nächste Militärjunta, an die Macht kommt, nachdem dasselbe sich ja schon in Mali und in Burkina Faso abgespielt hat. Und im Prinzip könnte der Präsident Tinubu diese Frage ganz alleine regeln. Man darf eins nicht vergessen, Nigeria ist also südlich vom Niger angesiedelt. Das sind zwei flächenmäßig gleich große Länder, aber Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas mit 220 Millionen Einwohnern. Niger hingegen hat nur 25 Millionen Einwohner, und vor allen Dingen Nigeria verfügt über eine Armee mit 140.000 Soldaten. Und im Niger sind es 5.500 Soldaten, wobei man allerdings noch hinzurechnen muss, die Nationalgendarmerie und die Nationalpolizei, die als Teil Streitkräfte des Heeres gelten. Aber selbst dann wären sie also zehnmal schwächer als die nigerianischen Streitkräfte. Also militärisch können die da überhaupt nichts tun. Das große Problem ist aber, dass nun die Brüder im Geiste des Putschgenerals, nämlich die Militär und das in Mali und in Burkina Faso angekündigt haben, wenn gegen den Niger militärisch vorgegangen wird, dann betrachten wir das als eine Kriegserklärung gegen unsere Länder und werden ebenfalls angreifen. Und wenn die jetzt alle aufeinander losschlagen, dann kannst du dir natürlich vorstellen, das ist ein Brandherd, der die ganze Sahelzone ins Chaos zu stürzen droht. Also verschiedene Allianzen schmieden sich da aktuell. Nun war das auch ein Hinhörer, dass wohl die Putschisten im Niger die Wagner-Söldner gebeten haben, dort ihnen auch militärisch unter die Arme zu greifen. Ist da inzwischen schon irgendetwas bekannt, ob die einschlagen in diesen Deal? Also im Mali und in Burkina Faso ist genau das passiert. Da haben die Militärs geputscht, haben die Franzosen aus dem Land geworfen, also die französischen, die Paris gezogen, seine Stützpunkte aufzulösen, und haben dann als Schutz gegen die Dschihadisten-Rebellen, denn darum geht es ja, dass in der ganzen Sahelzone ein Antiterrorkampf geführt wird, den diese Länder alleine nicht bewältigen können, haben sie die Wagner-Miliz herbeigerufen. Und die Wagner-Miliz hat Niger noch nicht angefordert, aber die Wagner-Miliz, also die hat ihre Dienste bereits angeboten, und zwar zwei Stunden nachdem der Putschgeneral, also Frankreich, aufgefordert hat, seine Soldaten aus dem Land abzuziehen, was Frankreich nicht tun wird, weil Frankreich diesen Putschgeneral, also diese Putschregierung im Niger nicht anerkennt und gesagt hat, dann würden sie im Lande bleiben. Und Frankreich hat auch angekündigt, dass sie alle Bemühungen, im Niger wieder demokratische Verhältnisse herzustellen, unterstützen werden, aber nicht militärisch. Also Frankreich hat im Prinzip schon klar gemacht, dass man nicht gedenkt, militärisch einzugreifen, sondern dass man das den ECOWAS-Staaten überlassen will. Äußerst brenzlige Situation mit offenem Ausgang. Peter Heusch, du wirst das für uns weiter beobachten. Vielen Dank.